Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder, sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Bausbach, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Bayerischen Landtags, verehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vergangenen Mittwoch ist hier in München der größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung zu Ende gegangen. So ein Verfahren ist nur mit einer riesigen Energieleistung aller Beteiligten zu bewältigen und erfordert einen ganz außergewöhnlichen personellen, organisatorischen und logistischen Kraftakt. Am Justizstandort München finden daneben aber auch jedes Jahr viele tausend weitere Strafverfahren, darunter zahlreiche Großverfahren mit vielen Sitzungstagen statt. Das alles ist am bisherigen Standort mit seiner begrenzten Kapazität auf Dauer nicht mehr zu bewältigen. Vor allem aber herrscht in den Bauteilen an der Nymphenburger Straße ein enormer Sanierungsbedarf, der im Bestand nicht mehr auf wirtschaftliche Art und Weise gedeckt werden kann. Bröckelnde Außenfassaden, unkontrollierbare Stromausfälle, unansehnliche Sanitäranlagen sind nur einige Indizien dafür, dass sich unser bisheriges Strafjustizgebäude dem Ende seiner Nutzungsdauer nähert. Die Entscheidung für den Bau eines neuen, modernen Strafjustizzentrums war deswegen eine große und zukunftsweisende Leitentscheidung im Interesse einer leistungsfähigen Strafrechtspflege, die für das Vertrauen der Bürger in den Staat einfach so immens wichtig ist. Es war aber auch eine Entscheidung zugunsten aller 1300 Angehörigen der Münchner Strafjustiz. Und jetzt geht es also tatsächlich los mit dem Bau. Und deswegen ist heute ein ganz besonderer Tag, ein besonders guter Tag für die bayerische, vor allem für die Münchner Justiz. Ein Tag, den wir mit Ihnen gemeinsam begehen wollen und zu dem ich Sie alle ganz herzlich begrüße. Wir freuen uns besonders, dass Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder, die Grundsteinlegung persönlich vornehmen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich werte das als Zeichen der Verbundenheit mit der bayerischen Justiz und auch der Wertschätzung für Ihre Mitarbeiter und danke Ihnen sehr dafür. Mit Ihnen. Mit Ihnen begrüße ich den Leiter Ihrer Rechtsabteilung, Herrn Ministerpräsidenten Dr. Brechmann. Sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Bausbach, als Sie Ihr Amt als bayerischer Justizminister übernommen haben, war gerade einmal der Architektenwettbewerb abgeschlossen. Das Projekt war also noch in einer sehr frühen Planungsphase. Sie haben dem Vorhaben von Anfang an hohe Priorität im Hochbauprogramm der bayerischen Justiz eingeräumt, die Staatsregierung von der Dringlichkeit überzeugt und es bis zur Genehmigung durch den Bayerischen Landtag vorangetrieben. Im Namen der Münchner Justiz danke ich Ihnen sehr und freue mich, dass wir heute gemeinsam den ersten Stein setzen können. Wir werden auch die Grundsteinlegung gemeinsam besuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ein bewährtes Mittel für die Verkürzung der Wartezeit bis zu dieser Grundsteinlegung besteht darin, dass wir allen Anwesenden und allen, die ich jetzt nachher noch begrüße, einen gemeinsamen kräftigen Schlussapplaus spenden. In Ihrer Begleitung, Herr Minister, begrüße ich Herrn Amtschef Prof. Dr. Allert sowie die Abteilungsleiter für Haushalt und Bauangelegenheiten und für Strafrecht, die Ministerregenten Mayer und Kramis. Die endgültigen Weichen für dieses für die Münchner Justiz so bedeutsame Vorhaben hat der Bayerische Landtag gestellt. Ich danke den Münchner Abgeordneten, Frau Mechthilde Wittmann und Frau Isabel Zacharias. Frau Guttenberger, stellvertretende Vorsitzende, ist noch angekündigt, einfach für ihren Einsatz zugunsten des Neubaus. Ich heiße Sie ebenso herzlich willkommen wie die Münchner Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Herren Bernhard Loos und Gerold Otten. Und für die kommunalen Ebenen begrüße ich den Bezirkstagspräsidenten von Oberbayern, Herrn Josef Mederer, die stellvertretende Stadtbaurätin der Landeshauptstadt, Frau Jacqueline Jallier, und Frau Ulrike Sengmüller vom Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg, dem örtlichen Stadtteilparlament. Aus der unmittelbaren örtlichen Nachbarschaft ist der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Herr Ebert, erschienen. Zu unseren Ehrengästen zählen auch Vertreter der Religionsgemeinschaften. Ich begrüße für die israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern deren Präsidentin, Frau Dr. Charlotte Knobloch, für die katholische Kirche Herrn Domdekan Prälat Dr. Lorenz Wolf und für die Metropolie Herrn Klimt. Die Kirchen sind es ja gewohnt, in großen Zusammenhänge und Zeiträumen zu denken. An solchen Maßstäben gemessen ist unser Vorhaben ausgesprochen jugendlich, aber trotzdem auf dem Weg zu einem Jahrhundertbauwerk, im übertragenen Sinn des Wortes jedenfalls, soweit es die Bedeutung für die bayerische Justiz betrifft.
Neben dem Fachministerium sind bei allen staatlichen Bauvorhaben immer zwei weitere Ressorts zwingend beteiligt. Ich begrüße Herrn Minister Adler-Droger vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, genauso wie die Vertreterin des Haushaltsressorts, Frau Ministerrätin Dr. Benzinger vom Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat. Potenziell beteiligt ist bei solchen Vorhaben jedenfalls dieser Größenordnung immer auch der Bayerische Oberste Rechnungshof, dessen Präsidenten Herrn Christoph Hillenbrand ich ganz herzlich begrüße. Und ich freue mich sehr, dass mit meinem Vorgänger im Amt, Dr. Karl Huber, derjenige erschienen ist, in dessen Amtszeit die Pläne für den Neubau entstanden und vorangetrieben worden sind. In unserem neuen Zentrum werden Ermittlungen geführt, Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, Zeugen und Sachverständige vernommen und in Hauptverhandlungen über Schuld und Strafe und über Rechtsmittel entschieden werden. Und darin sind auch andere Stellen und Berufsgruppen beteiligt, deren Vertreter wir heute ebenfalls eingeladen haben. Ich begrüße stellvertretend für die Bayerische Polizei den Präsidenten des Landeskriminalamts, Herrn Robert Heimberger, den Präsidenten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Herrn Gietl, den Vizepräsidenten des PP München, Herrn Pfeiler, und auch den örtlichen Inspektionsleiter, Herrn Polizeidirektor Thomas Marl. Als Vertreter der Bundesbehörden heiße ich den Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion, Herrn Peter Horst, und den Leiter des Hauptzollamts München, Herrn Rittenauer, willkommen. Die Anwaltschaft wird vom Präsidenten des Bayerischen Anwaltsvereins, Herrn Dudek, vertreten. In den künftigen Sitzungssälen werden auch die Damen und Herren von den Medien einen Teil ihrer Arbeitszeit verbringen, die ich heute ebenfalls ganz herzlich willkommen heiße. Wir werden uns bemühen, Ihnen im neuen Strafjustizzentrum noch bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Dass wir heute das Fundament für unser künftiges Justizzentrum legen können, ist Ergebnis der Arbeit der staatlichen Bauverwaltung, die mit der Bauvorbereitung, der Dekontaminierung des Geländes, den 10.000 Lastwagenladungen an Baugruppenaushub die Voraussetzungen für den Beginn der Bauarbeiten geschaffen haben. Ich begrüße stellvertretend für alle Mitarbeiter Herrn Oden als kommissarischen Leiter des Bauamts München I und die unmittelbare Projektleiterin Frau Stubenbach. Wenn jetzt aus der Tiefe der Baugrube das neue Gebäude herauszuwachsen beginnt, denke ich, schlägt auch das Architektenherz noch einmal ein Stück höher, weil die Planung endgültig von der virtuellen in die analoge Welt umschlägt. Ich begrüße die Wettbewerbssieger, die Herren Frick, Krüger und Nusser vom Architekturbüro Plan 2 GmbH. Aus der eigenen Justizfamilie selber sind heute auch alle Münchner Gerichte und Staatsanwaltschaften erschienen, die im künftigen Strafjustizzentrum arbeiten werden. Ich begrüße die Präsidenten der beiden Münchner Landgerichte, die Kollegen Dr. Hessler und Engel, Frau Amtsgerichtspräsidentin Ehrt, Herrn Generalstaatsanwalt Röttle und die leitenden Oberstaatsanwälte Kompropst und Tacke. Wir alle wissen, wie wichtig das neue Zentrum für unsere Arbeit ist. Und für unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich im neuen Zentrum arbeiten werden, begrüße ich stellvertretend die Vorsitzenden Frau Demmel vom Hauptrichterrat, Herrn Simon vom Hauptpersonalrat und Frau Stuffer als Hauptvertrauensfrau der Schwerbehinderten. Wir werden sie auch künftig in Planung und Ausführung mit einbeziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend bedanke ich mich bei allen, die zur Organisation der heutigen Feierstunde beigetragen haben, Frau Gräfin zu Donau und ihr Team stellvertretend für unser Haus, dem Polizeimusikchor für die stimmungsvolle Umrahmung und schließlich Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind. Wir möchten Sie im Anschluss an die Grundsteinlegung, die nach der Feierstunde nebenan auf dem Baugelände stattfindet, wieder hier im Zelt zu einem kleinen Imbiss begrüßen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf Ihnen, Herr Ministerpräsident, das Wort geben.